Und damit herzlich willkommen zurück zum Cooking Simulator. Wir haben letztes Mal diese Suppe angefangen. Das könnte stark schief gehen, ehrlich gesagt. Oh, die Pfanne ist noch an. Nebenkosten. So, jetzt müssen wir gleich mal durchpürieren. Und das geht gnadenlos schief. Aber wir haben es auch mal probiert, ne? Ob man auch mit Hälfte der Menge Sachen machen kann. Weil das wäre realistisch, hätte ich jetzt gesagt, ja, ne? Gut, es ist realistisch, auch wenn ich die Tomate würze, dass die damit die Suppe gewürzt ist, ja, aber... Sahne. 75. Ah, Sahne. So, Deckel einmal. Hebst du doch auf, gell? Ja, na klar. Hier geht er langsam, ne? Ja. So, ah, noch ein bisschen. Komm, komm, bisschen haben wir noch, ne? So. Nein, Kühlschrank braucht das alles nicht. So. Ja, dann können wir schon mal den Mixer ein bisschen beiseite legen. Die müssen auch nicht spülen anscheinend. Find ich dann gut. Nehmen wir einfach den benutzten Suppentopf. Da ist noch ein bisschen was drin. Da ist noch ein bisschen von der Jotensuppe. Aber wenn die nicht schlecht wird, dann kann ich echt Suppe vorkochen, ne? Ja, du musst halt nur irgendwie aufwärmen. 2 Milliliter. Na, ich hätte den Topf gelassen. Achso, das ist dann gut. Einmal im Topf lassen. Weißt du, ich habe jetzt noch einen Topf, jetzt kann ich immer einen Topf Suppe. Es ist noch Suppe da. Wisst ihr, die Kürbissuppe will ich einfach hier lassen. So, genau. Das Kartoffelwasser kann man ich auch lassen. Kann man das? Warum putzen? Wir kochen einfach immer mit dem gleichen. Das Einzige, was du erneuern musst, ist Fett. Theoretisch. Aber auch nur von Zeit zu Zeit stand in dem Grillfritteuse-Ding. Ja, nur in der Fritteuse. Ich sollte eher noch 2 Milliliter Öl hinzufügen, sonst triggert das jemand. So. Aber die bestellen noch relativ langsam, ehrlich. Ich hätte es besser nicht gesagt. So. Wie viel? Das wird alles noch schlimmer. 300. Zu viel. Ist egal. Komm, kriegst du eine Bonusmenge dafür, dass sie so bescheiße ist. Oh. Weißt du, wenn du von schlechtem Essen noch viel mehr hast, bin ich echt mal gespannt. Oh, wow, wow. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Kritik ist. Zu viel Zwiebel, zu viel Salz. Nicht genug Cheyenne-Pfeffer. Falsche Menge an Produkt. Aber man kann auch die Hälfte vom Rezept machen. Darauf wollte ich hinaus. Ja. So, jetzt habe ich Zeit. Hopp, bestellt. Ich muss gerade was trinken, ey. Kürbissuppe, ja, geil. Ich wollte was trinken. Die ist noch warm. Nee, nicht jetzt was trinken, in der Folgenpause. Wir machen danach. Ich kann nicht, das stresst mega. Ich glaube, das ist auch voll ungesund. Ich bestelle doch kein Sushi. Zum Vollpreis. Also, eben habe ich schon mal gerne Sushi bestellen, aber 300, ne? Ja. Was ist denn bitte falsch mit dem Spiel? Kipp's einfach irgendwo hin. Kipp. Genau. So, wir haben ja Zeit. So. Jetzt müsste da 300 drin sein, ungefähr. Ja, easy. Ja. So, wer hat eine Kürbissuppe bestellt? Oh, Kürbissuppe. Wir schwärten letztes Jahr immer zu viel Kürbissuppe. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Kürbissuppe. Nein, ich hab Bock auf Kürbissuppe. Ja, die sind einfach grandios, oh, in so Kürbissuppe. Ja, die ist einfach... die ist einfach perfekt. Ja, geil. Oder einfach keine Ansprüche. So, unsere geile Tomatensuppe noch jemand? Guck mal, die bestellen jetzt ein richtiges Gericht. Ja, meine ich ja. Die bestellen jetzt ein richtiges Gericht. So. Kartoffeln ins Wasser. Die bestellen bestimmt. Oh, haha, Angst. Ist da zu wenig? Nee, ist kein zu wenig Salz im Wasser, ne? Ich glaube nicht. Die Kartoffeln sind schon geschält. Das finde ich. Ja, ne, ich hab Riesenarme. So. Scheiß Pfanne. Geh mal weg hier. Die so. Pfanne brauchst du. Oh ja. So, 2 Milliliter Öl rein. So, ganz wichtig. Sonst ist da jemand unzufrieden. Ich mach wahrscheinlich zu viel rein. Dann heißt es zu viel Sonnenblumenöl. Stopp. Jetzt ist zu viel. Aber einer ist, glaube ich, tolerant, oder? Nee. Ja, wobei, wir haben ja Toleranz runtergestellt von dem her. Pfanne mal nur nicht an. Ich mache jetzt hier mal die Kartoffeln an. Und dann nehmen wir den Lachs. Kartoffeln sind an. Gut. So. Salz und Pfeffer. Oh. Das war knapp. Ich kann das auch einfach nicht, ne? Wie viel sind's? 5, Salz, ne? Salz 5 und Pfeffer 5. Boah, ich kann mir die ganzen Gerichte nicht merken. Hoffentlich bestellt es keiner das Kotelett oder sowas. Aber Kotelett schmeckt scheiße. Das haben wir gar nicht freigeschaltet. Doch, wir hatten 2 Sachen freigeschaltet. Nee, wir haben Kürbissuppe freigeschaltet und Spargel mit Lachs. Ach, schon Spargel. Wenn man dafür auch 5 Gramm Salz braucht, kann man ein paar Lachses vorbereiten im Prinzip. Aber kannst du nochmal aufs Rezept gucken? Gleich, wenn ich Zeit... So, jetzt haben wir auch für die Kartoffeln ein bisschen Zeit. Ja. So. Das kannst du an der Wand angucken. Nein, ich kann nicht Rezepte, die wir aktuell nicht haben, angucken.
5 und 5. Okay, man würzt sie quasi gleich. Gut. Mit Zitronensaft beträufeln. Gekochter Spargel. Wir brauchen also noch einen kleinen Tropfen. Josh, da steht nichts von Öl. Das ist auch der andere Spargel. Nein, bei dem Fisch steht nichts von Öl. Bei dem steht was von bei Öl. Bei dem, aber bei dem anderen nicht. Natürlich nicht. Darum geht's mir aber auch gar nicht. Ich kann schon mal einen kleinen Topf kaufen jetzt. Für okay. Spargel. Okay. Da kann man wunderschön drin Spargel kochen, falls ihr mal bestellt. Der Spargel. Ich würde erst immer zufällig immer Gerichte holen, die wir aus unseren Zutaten, die wir schon haben, aus unseren Komponenten einfach schon kombinieren können. Mhm. Ist halt so von der Idee. Gute Idee. Kannst auch gerne, ich kann ganz kurz putzen. Jacques, nicht putzen. Irgendjemand? Nemo? Ich würde sich. Nemo. Wir haben einen Nemo gesehen. Herzlich. Das ist natürlich stressig, ne? Kartoffeln ausschalten. Lachs wenden, Kartoffeln wieder einschalten. Nee, Kartoffeln brauchen die wieder einschalten, die sind gut. Die sind noch nicht ganz gut. Wie diese Zeitlupe runterfällt. Ah, ist falsch rum. Ah! Okay, das ist mit dem Handling gut, das hab ich mir super auch gedacht, dass es schwierig ist. Kommt das nicht mit anderer Fehler oder so? Jetzt ist kein Öl mehr drin. Fuck you. Mann, ist das stressig, ey. Muss ich jetzt wieder Öl reinpumpen? Ich weiß nicht, was in der Pfanne drin ist. Ja, sonst steht da ja Flüssigkeit. Oh, shit. So. So. Mann. Ah, ich kann es ja anfassen. Aber jetzt ist es wieder falsch rum drin. Jetzt muss ich doch wieder aufpassen, mit dem... Aufpassen, die Pfanne ist schief. Stell die Pfanne richtig hin. Das Lachsding ist gut, das Lachsding ist... Oh, scheiße. Ich kann mit dem Spatel nicht umgehen. So. Wunderbar. Der Topf ist im Weg. Das ist auch scheiße. Der Lachs brät nicht. Vielleicht hast du ausgeschaltet. Nee, hab ich nicht. Die Kartoffeln sind aus. Guck mal, da brennt schon Feuer. Dieses Backofenteil. So, Hitzefehler. So. Kartoffeln kommen nochmal ganz kurz und dann... Kannst du ja nur einen Teller für die Kartoffeln holen. Und putzen. Alter, Finn. Ich weiß auch gar nicht, wie Zuschauer ist das cool, aber es ist schon mal so ein bisschen Sommervorproduktion jetzt. Ja. Oh, ihr kriegt das einfach. Genau, ihr kriegt das einfach. Das ist mir jetzt egal, ob ihr das wollt oder nicht. So. Für die nächsten Gerichte würde ich echt gucken, dass wir so Kombinationssachen machen, die wir ganz schön vorbereiten können. So. Wir bereiten doch schon voll viel vor. Ja, die Suppen kann man auch schön vorbereiten, ne? Je nachdem. Ich würde die einfach stehen lassen, tatsächlich. Jetzt, wenn die noch gut sind, dann, ich glaube, der Lachs ist gut. Nee, ist er noch nicht. Ah. So, auf einen Teller geben heiß servieren. Ja, das ist ja trivial. Kannst du wieder aus... Ah, kannst du wieder ausblätten? Ja, voll, das kann ich gar nicht, aber ich kann es wieder ausblätten mit Rechtsklick. Ja, geil. Boah, nach dem Tag... Ist das die dritte oder die vierte Folge? Ich fühle mich wie... Ich glaube, es ist die vierte. Hoffe ich auch, weil ich fühle mich gerade echt irgendwie vollkommen am Sack. Tada, fertig. Oder machen wir noch eine, weil wir jetzt im Flow sind und weil ich sonst eh keine mehr aufnehmen werde. Da würde ich gerne zwischendurch was trinken. So, wie ist es? Ja, geil. Nee, machen wir noch. Okay, ja, geh kurz. Ich krieg das. Ich schmeiß kurz die Küche alleine. Die Kartoffeln haben nicht genügend Salz. Ach, Mann. Okay, wir schließen. Das heißt, was ist hier drin? Okay, das Kartoffelwasser kann ich auskippen. So. Ansonsten, also es hat keiner das mit Spargel bestellt. Ich würde die Suppen da lassen. Ach, kann man keinen großen Topf auf einmal. Gut, das weiß ich jetzt auch. Probieren. Kürbissuppe. Okay, da ist die Tomatensuppe. Das ist alles cool. Wir haben hier Dings Vorbereitungszeit. Den Kürbis, den können wir einfach so da lassen, weil da schneiden wir uns dann einfach mal was ab. Oh, können wir den einfach ins, ich würde den großen ins Dingens legen oder kann ich das da nicht rein? Nee. Dann hole ich ihn hier hinstellen, so. Das Kleine kann weg. Jo. Das stört halt echt bloß, ne? So, dann gehen wir mal kurz mit dem Mob durch. Oh, bitte. Der wütende Mob. Ich bin gleich der wütende Mob, wenn das nicht funktioniert, ey. Ich prophezei dir, der Ofen, der geht gleich weg. Aber ist doch scheißegal, wenn hier nicht geputzt ist, oder? Oder interessiert es jemanden? Kommt da die Hygieneaufsicht, oder? Naja, es ist schon eklig.
Ja, aber ist das egal? Keine Ahnung, aber wenn der Fisch das würde ich auch schon gerne. Das würde ich gerne regelmäßig spülen, ehrlich gesagt. Wie kann ich das nochmal spülen? Ich glaube, drauflegen und dann Wasser drüber laufen lassen. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. So. Ah. Ja, okay. Einmal das Spülwasser schmeißen. So. Ich will es aber gerne einfach hier stehen lassen. Man muss eh nicht in den Kühlschrank. Ja. Kommt da, sagt ja keiner, dass es scheiße ist. Den Herd müssen wir noch putzen. Ja, dann müssen wir dieses Sonnenblumenöl mal wegstellen. Ist alles aus. Der große Topf ist frisch. Ja. So. Dann, mal kurz jetzt hier sauber. Eva doch reinigen. So. Ja. Dann hoffe ich ja, dass ich jetzt nichts ausschütte, ne? Die Pfanne, das ranzige Fett würde ich trotzdem entfernen. Aber es ist doch eh scheiße. Links davon waren Flecken. Ja, ich kann nicht viel machen. Bei der Kürbissuppe waren Flecken. Fett einfach im Mülleimer kippen, ne? Die Pfanne ist sauber. So, bei der Kürbissuppe waren Flecken. Ja, ich muss aber das halt wegstellen. Deswegen habe ich es mit da sauber gemacht. Das kann ich halt wegräumen. Hier so... Oh, Alter, mit der Musik ist halt auch so eine Sache, ne? Das kriegst du nicht weg, den Shit. Genau. Okay. So. Aber gar nicht so schlimm. Okay. Flip und schon war die Uhr weg. Auf dem Ofen. Jawohl. So. Wird eigentlich fertig, oder? Ja. Haben wir aufgeräumt. Sieht gut aus. Sieht super aus. Es ist echt alles, was gebraucht wird. Sieht dann so aus, oder wie sehe ich das? Ich vermute. Ah, Mann. Ich hoffe, ich krieg Skill Points jetzt hier. Jetzt sind wir fertig, oder? Das kann man ja nichts mehr machen. Ich kann ja schon mal vorbereiten für morgen. Wenn wir genug Punkte haben, können wir uns noch ein Rezept aussuchen. Ja, das macht er aber eh in der Dingsphase jetzt gleich, ne? Stimmt. Das macht er eh jetzt. So, oh, guck mal, genau, wir haben hier neue Level. 206 Ausgaben. Ja, wir haben neue Töpfe gekauft, ne? Von daher, Nee, will ich wieder ein Restaurantkritiker. Das ist aber so, wenn wir das Rumlevel voll haben. Oh, cool. Das Rumlevel voll, ja. Brauche nach dem Tag, brauche ich das wirklich. Drei verfügbar. Ich hätte gerne das mit dem, dass die. Jetzt können wir mal den. Ich würde gerne, dass dieser Typ quasi uns ignoriert. Gourmets haben niedrigere Erwartungen. Mhm. Oder die Geschmackstoleranz. Einmal das und einmal das, oder? Ja. So, das ist gut, würde ich jetzt sagen, ne? Gut. Vorbereitungsphase brauche ich nicht, wenn ich sie nicht und wieder überspringe. Und danach müssen wir die Ausrüstung nochmal skillen. So, wähle ein Rezept. Oh, das muss ich immer eins... Nee, Pommes würde ich nicht sagen. Bratkartoffeln. Mit Bratkartoffeln. Entweder Bratkartoffeln oder Pommes. Schweinefilet, Rinderfilet. 33 Geld, 30 Geld. 7 Geld, das finde ich besser. Okay. Das wird aber auch komplizierter, ne? Okay, Suppen sind vorbereitet. Ein paar Kartoffeln würde ich kochen. Kann man ein paar Lachsfilets schon salzen? Es werden von unten Chiliflocken. Okay, Chiliflocken können wir kaufen. Korianderblätter. Getrocknet. Also Chiliflocken. Koriander. Alter Latz. Majoran. Okay, da oben wird echt zu viel. Dann müssen wir das Öl woanders hin. Koriander. Majoran. Chiliflocken und Paprikapulver. WTF, das war keine gute Wahl. Da kann ich nichts hinstellen. Da müssen wir die Uhr da wegmachen. Die brauche ich auch nicht. Sag mal. Chiliflocken. Alter, stress mich nicht. Was haben wir noch nicht? Chiliflocken. Oben, ganz oben. Genau. Alter Latz, jetzt stress mich mal bitte nicht hier, Frau. Rosmarinzweige sind hier. Da. So, ich würde gerne Dings vorbereiten. Das Rinderfilet mit Dingskartoffeln, ne? Da. Also, wir brauchen Rinderfilet in... 200 Gramm in Scheiben. Jede Scheibe mit Paprikapulver. Oh, achso, ich kann mir das anzeigen. Nee, kann ich nicht. Nee, habe ich vorher gemacht und dann hat es mich getötet. Genau. Ich mach mal wieder ein Foto jetzt hier. Und die Kartoffeln muss man backen. Okay. Au. Oh nein. Also, Rinderfilet. Rinderfilet. Das hoffe ich geht nicht von meiner Zeit ab, ne? Wenn ich hier rumgammel. Rinderfilet. Wir brauchen mehrere Rinderfilets. So. Die sind im Kühlschrank. Ich könnte jetzt erstmal kläglich scheitern hier, ne? So. Wir nehmen mal ein Kilo. Das schneiden wir jetzt in 100 Gramm Scheiben. Viel Spaß.
Die können wir ja dann schon würzen. Schneiden. So, drehen. So. Ich mache immer erst Hälfte und dann, wenn man shift, ne? Shift. Macht aber keinen. Ja, doch. Doch, 500? Ja. Da muss ich ja gucken. Da müssen es halt in 5 machen. Dann mach mal zuerst fass mal an und dann mach mal die Hälfte weg. Sonst siehst du das nämlich nicht. Okay. Genau. Nimm erstmal was weg. So. So, und jetzt? Shift und AD und Shift. Jetzt kann ich 5 Scheiben runterschneiden, ja, ne? 3. Ja. War nicht ganz gut, aber passt. Egal. Wir nehmen uns einfach eine 100 Gramm Scheibe und... Okay. Wer braucht Bretter? Ja. So. Jetzt müssen wir jede davon würzen mit... irgendwas, alles mögliche 2 Gramm, aber Hauptsache ganz viel. Und ich glaube, du musst die wie Scheiben hinlegen, ja. So. Hier ist der Würzteller, so. Ich glaube, wir brauchen nochmal ein Brett. Ich kann es einfach auf dem Ding würzen. Alter, das stresst voll. Auch wenn ich gerade nicht so nach Stress aussehe. Das ist sauber, da kann man hier draufpacken. Super. Ah, oh, das hat irgendwie Temperatur. Das kann, glaube ich, echt schlecht werden. Muss man werden. Das in der Pfanne tuten, oder? Ist gerade egal, ich muss es einfach nur würzen jetzt. Und zwar mit... wir würzen es mit Paprikapulver. Lies alles mal bitte. 2 Gramm. Paprikapulver. 2 Gramm je 2 Gramm je Scheibe. Dann... Genau. Wenn das sich jetzt nicht verkauft, du, dann dreh am Appel. Kannst aber glauben. So. Dann Majoran getrocknet, 2 Gramm. Haben wir nicht gekauft, ne? Hast du doch gekauft. Ich hab nicht alles gekauft. Ich habe nicht alles gekauft. Alter, ist das teuer. Ja. Also ich brauche ihn. 2 Gramm. So, 1, 2. Und wenn jetzt der Fisch kommt, ey, wir töten das Spiel, du. Alter, das ist ja mega tricky. Ja. Korianderblätter, 2 Gramm. Alter, Scheiße. Ich hasse dich. Machen wir später. Ja. Also, wir haben... Lachsfilet. 210. Jetzt hab dich nicht so. Gibt 200 Gramm mehr, haben wir nicht. Was ist denn 210 Gramm? So, würzen mit. Salz und Pfeffer anbraten in der Pfanne. Nee. Eben nicht. Auf jeder Seite doch, aber anbraten ohne Fett. Ja, das heißt, du brätst es auf dem Ding an. Okay. Echt? Ja. Ich denke. Das ist ja so eine Platte dafür. Das weiß ich nicht. So Salz deswegen und Pfeffer. Deswegen kannst du da auch nichts draufstellen. Ah. So, weg mit dem Lachs. Und dann machen wir hier mal an den Scheiß. Das ist tatsächlich heiß. So. Muss ich noch was machen? Ich hoffe mal nicht. Wie lange muss das Ding da drauf? Ah, das gar tatsächlich. 60 mit Träufel mit Zitronensaft gekochter Spargel. 1 Liter Wasser. So, das war unser Kochtopf hier für Wasser. Nee, das war nicht der für den Spargel. Achso, das war nicht der Spargel, ja. Ich hoffe, da passt jetzt auch 1 Liter Wasser rein, ne? Hoffen wir's. Ah, das Mikrofon tötet heute ein. Oh nein. Oh nee, es ist echt... Ah. Passt überhaupt 1 Liter Wasser rein? Ich weiß es nicht. Bruder Tobias. Warum weißt du es nicht? Hör auf, so. Wie viel Salz? 20 und Spargel, so. Spargel kann ich auch gleich 2 machen, würde ich sagen, ne? Ja. Muss ich eigentlich die Menge an Salz verdoppeln? Nö, nee. Ich glaube nicht. Oh, pass auf den Lachs auf. Den müssen wir, glaube ich, einmal rumdrehen. Ja. 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 Ah, wo ist das? Da unten. Er ist aufräumt, ey. Das hat auch verloren. So. Guck mal, es geht viel einfacher hier. Spargel, und zwar... Der ist im Kühlschrank. 80 Gramm.
80 Gramm für eine Portione. Genau, da unten rechts war er. 80 Gramm. Ach du Scheiße. 16,32. 48. 32, ja. 44, 56, 68. 1, 2, 80. 3, 4, 5, 6. Wie viel habe ich? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Und wow, dafür braucht man eine Zange. Nicht. So, der braucht es leider zu lang. Mach den mal aus, der kann später nochmal. Ja. Okay. Dafür braucht man bestimmt eine Zange. Nee, den kann man so, ne? Ja, aber wir haben viel zu viel Spargel. Ja, aber ich kann doch da einzeln auf die Dinger klicken. Ah, ja. Auf einen großen Teller, hätte ich jetzt gesagt, ne? So. Wir investieren aber wieder richtig. So, kann ja die Dinge mal weiter würzen, ne? Was brauchen wir da noch? Wir waren bei Korianderblätter getrocknet. Hast du die schon drauf? Nein. Gut. 2 Gramm. Alter, dieses scheiß Rind, ey. Ich esse auch gern Rindfleisch, aber... Ich weiß, ich vergesse immer eine Scheibe, aber... Ja, zur Zeit isst du nicht mehr so gern. Nee, wir hatten noch einmal scheiß Rindfleisch. Ich hoffe, das sind keine 6 Gramm dann irgendwie. Ich habe echt Angst. Weil die immer so in Impuls da... Dann nehmen wir halt erstmal ein gutes... So, nach dem, was wir... Wobei, wir müssen erstmal servieren, ne? Mhm. Alter, kann ich jetzt nicht vorher würzen? Ja, brauchen noch ein bisschen. Okay, was brauchen wir noch? Rosmarin getrocknet. Rosmarin. Ah, wir müssen ihn kaufen. Getrocknet. Rosmarin. Sag nicht, ich habe den schon irgendwo gekauft. Nein. Dann. Warum weißt du es nicht? Und warum will ich es gerade wieder weglegen? 2 Gramm. Ja, kommt aber nur einer drauf. Das ist mir jetzt auch egal. So. Das ist so schwierig. Das ist echt stressig. Manchmal sagt er dann 4, weil ich auf 2 in der Nähe irgendwie jetzt ist der Spargel gleich fertig. Super. So, Gewürzschublade und Spargel. Hä, braucht voll ewig. Warum kocht der nicht weiter? Weil der oben drauf liegt vielleicht. Okay, der ist durch. Fuck. Was macht er halt? Ja, den unfertigen Spargel da wegnehmen. Okay, man kann in den Topf keinen Spargel gut kochen. So. Der ist auch noch nicht gar. So, die anderen sind gut. Ja, okay. So, wie viel? 80 Gramm, ne? Ja, also 6 Stück. 2.